habe eine ganz besondere Frage bezüglich der Begrüßung von Älteren in Kulturen, wo man die Hände küsst, aber halt nicht nur küssen, sondern auch mit Stehen auf. Wie ist das? Darf man aus Ehrung die Hände von einem Älteren küssen? Natürlich ist es kein Problem, die Hand vom Vater oder von der Mutter zu küssen. Das ist kein Problem, weil wir sie allgemein ehren sollen. Auch von Leuten, die rechtschaffen sind, zum Beispiel Gelehrte und andere Leute, wenn man auch ihre Hand küsst, das ist kein Problem, bi'idhnillah ta'ala. Handküssen reicht. Die Handküssen reicht. Weil das andere so eine symbolische Geste ist wie eine Niederwerfung. Nein, das unterlassen wir. Lieber so eine Sache unterlassen. Deswegen, es reicht, die Hand zu küssen. Vater kein Problem, Mutter kein Problem, Rechtschaffene kein Problem, Gelehrte sowieso, bi'idhnillah ta'ala, aber nicht Fussaq. Üble Leute, die Übles tun, nicht beten, nicht fasten, gar nichts machen, von diesen Leuten küssen wir nicht die Hände. Wallahu ta'ala alam.